Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist jetzt 2 Wochen her, dass wir das erste Mal über den Antrag der Grünen und auch den Antrag der Linksfraktion gesprochen haben, ein Corona-Elterngeld einzuführen. 2 Wochen, 2 weitere Corona-Krisenwochen sind ins Land gezogen, und bei der Bundesregierung tut sich in dieser Frage gar nichts. Das ist ein dramatisches, das ist ein so schlechtes Signal an die Eltern, an die Familien in diesem Land. Das können wir auf keinen Fall akzeptieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsfraktionen keine Briefe von Eltern bekommen, die über ihre Situation im Homeoffice berichten und über die krasse Belastung, die damit einhergeht. Wer auf Twitter ist, dem lege ich nahe, sich den Hashtag Corona-Eltern mal anzuschauen. Das alles zeigt, wir müssen ganz dringend den Druck aus den Familien nehmen. Und wir müssen das tun im Interesse der Eltern. Wir müssen das aber auch unbedingt im Interesse der Kinder tun. Druck und Stress führen zu häuslicher Gewalt. Sie führen auch zu Vernachlässigung. Ein Recht auf Arbeitszeitreduzierung in Kombination mit einer Lohnersatzleistung für die Eltern würde gerade den Kindern in dieser schwierigen Situation das Leben so viel besser machen. Und deshalb muss ein solches Corona-Elterngeld schnell kommen. Wir brauchen nicht nur Interviews der Ministerin, wie wichtig die Perspektive der Kinder in der Corona-Krise sei. Wir brauchen eine Bundesregierung, die auch endlich handelt. Ein Corona-Elterngeld ist überfällig. Und wenn Sie nicht auf die Opposition hören, dann hören Sie auf die Eltern oder hören Sie aufs DIW, auf den Familienbund der Katholiken oder den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Alle fordern das. Wir fordern ein Corona-Elterngeld. Wir müssen den Druck aus den Familien nehmen. Und dieses Instrument ist jetzt einfach angesagt. Und es ist bitter, aber ich kann mich wirklich des Eindrucks nicht verwehren, dass die Bundesregierung zwar ein Herz für die Lufthansa, aber doch nicht für die Familien und die Kinder in diesem Lande hat. Und zwar insbesondere, ja, das müssen Sie schon anhören, insbesondere für die armen Familien, die ganz besonders unter der Corona-Krise leiden. Ein kostenloses Mittagessen, das zurzeit in Schule und Kita eben nicht stattfinden kann, soll von den Kommunen jetzt als Lunchpaket ausgegeben werden. Ich muss wirklich sagen, wie lebensfremd, bürokratisch und stigmatisierend ist das denn? Was ist so schwer daran, in einer solchen Krisensituation befristet den Regelsatz zu erhöhen? Das wäre unbürokratisch, und das käme bei den Familien unmittelbar an. Und deshalb halten wir an der Forderung nach einer solchen Regelsatzerhöhung fest. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein letzter Punkt. Ich bitte alle Kinder- und Familienpolitikerinnen, dass sie sich dafür einsetzen, dass die sozialpädiatrischen Zentren mit ihren Leistungen vollumfänglich in den Schutzschirm für Gesundheitseinrichtungen aufgenommen werden. Wir brauchen diese Einrichtungen ganz dringend. Das sind die Einrichtungen, die eben insbesondere spezialisiert sind auf die Kinder- und Jugendgesundheit, die sich kümmern um die Familien mit behinderten Kindern, die zum jetzigen Zeitpunkt unter ganz besonderen Belastungen stehen. Das darf nicht sein, dass die nicht vollumfänglich auch abgesichert sind. Wir sind da auch noch im Prozess. Wir sind nicht federführend als Kinder- und Familienpolitikerinnen. Aber das muss passieren. Und ich bitte Sie wirklich alle darum, sich dafür einzusetzen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.